ich sag euch willkommen zum nächsten Vlog hier aus dem wunderschönen Most in Tschechien. Wir sind zum zweiten Rennen der GT Masters Saison. Ihr kennt mich ja schon. Ja, heute war der erste Renntag. Qualifying lief ein bisschen durchwachsen. Ich hatte auf meiner schnellen Runde Verkehr, ein paar Fehler. Lief alles nicht ganz optimal. Waren am Ende Startplatz 26, was sehr, sehr enttäuschend war, weil unser Speed eigentlich die Zeit davor sehr gut war. Aber wir hatten dann einen echten Mega-Rennen. Sind dann von 26 auf 11 vorgefahren. Knapp an die Punkte noch gekratzt. Ich glaube, daher hat am Anfang keiner mit gerechnet und somit hatten wir eigentlich noch, ja, ich denke mal, wir hatten echt ein nahezu fast perfektes Rennen bis auf am Start. Und soweit können wir erstmal optimistisch nach vorne schauen. Jetzt hier im Grid fürs zweite Rennen, Sonntag. Wir starten heute von Platz 13, glaube ich. Quali lief einfach heute ein bisschen besser als gestern und jetzt schauen wir mal, dass wir noch weiter nach vorne kommen. Ich denke mal, es ist erstmal wichtig, durch die erste Kurve zu kommen und dass dann im Rennen weiter noch alles so läuft, wie wir uns vorstellen.